Hi, ich bin Lisa und das ist mein Zuhause. Das hier ist das Wohnzimmer, so kann man das sagen, ja. Also, es ist manchmal auch eher die Rumpelkammer, weil ich mich meistens auf den Fahrersitz setze, wenn ich arbeite. Habe ich auch den schönen Panoramablick vorne raus. Und ja, aber hier sitzen wir auch mal zu viert zusammen, wenn mal Besuch da ist. Genau. Ich habe hier einen 2-Flammenherd. Eine Spüle mit diesem. Also man kann das wohl noch rausziehen, aber ich benutze es nie. Also eigentlich ist ein Großteil von meinem Kastenwagen die Küche. Ich habe hier noch ganz viel Küchenkrams drin. Hier ist eigentlich auch alles Küche. Eine kleine, ja, bisschen Vorrat, Nudeln, Gewürze, Tee und so weiter. Hier unten habe ich mein Besteck. Dann geht es hier weiter mit Zwiebeln, Öl, Essig, Müsli, Natron und so weiter. Also ist auch eigentlich alles voll mit Küchenzeug. Hier habe ich dann mein ganzes Geschirr. Töpfe, Teller, Schüsseln, die Pfanne und unten auch wieder ein bisschen, ja, rum zum Kochen. Ich liebe meinen Kastenwagen, weil ich zum einen irgendwann davon gelesen habe. Also nachdem ich mir mein Wohnmobil gekauft habe, habe ich natürlich auch viel in Blogs gelesen und irgendwann bin ich darauf gestoßen, dass Leute im Auto oder im Wohnmobil leben, was für mich dazu nicht existiert hat in meiner Welt. Und dann wollte ich es auch einfach mal ausprobieren. Und ist jetzt so der Grund, warum ich es ausprobieren wollte. Und auf der anderen Seite stand halt, ich war oft in Mietwohnungen, auch oft nur für ein Jahr und dann funktioniert irgendwas nicht. Dann ist man immer abhängig vom Vermieter und muss sagen, bitte, bitte reparier mir mal das und das. Und das hat mich auf der anderen Seite halt auch immer so ein bisschen genervt. Auch das Thema Kaution, so bekommst du wieder und wenn ja, wie viel und was findet er dann noch und sowas. Und ich wollte auch einfach, ja, dann irgendwie meins haben, weil ich halt dann auch manches einfach auch selbst gern repariere und mich auch selbst gern einfach um mein Zeug kümmere und halt ungern abhängig bin von anderen. Genau. Und dann habe ich es ausprobiert. Ein halbes Jahr, nachdem ich mein Wohnmobil gekauft habe, das erste, bin ich losgezogen nach Kroatien, hatte aber nur die Sommergarderobe dabei und war dann 5 Wochen unterwegs. Und dann wird es natürlich ein bisschen frisch und dann bin ich halt wieder zurück nach Deutschland gefahren. Und so überlegt so, okay, ein bisschen Geld verdienen wäre jetzt schon mal nicht schlecht. Viel mit Umherreisen ist gerade auch nicht im Winter. Und ja, habe mich dann ganz querbeet beworben, auch Richtung Erwachsenenbildung, weil ich da schon nicht so zufrieden war mit der Arbeit an Schulen. Und hatte dann letztlich die Zusage von einer Schule im Steigerwald und dazu noch kam die Zusage aus der Türkei, einer deutschen Schule in der Türkei. Es sind schön die Küstenstraße runter durch Albanien und Griechenland und und irgendwann stand da tatsächlich, also das war wirklich wie so ein wahr gewordener Traum, dass da mein Wohnmobil in der Türkei steht am Meer und ja, ich dann einfach loslegen konnte damit, einfach dort zu leben. Um es auszuprobieren. Dann geht die Küche hier weiter, mein Kühlschrank mit Eisfach. Der macht mir sogar im Sommer Eiswürfel, auch in der Türkei. Funktioniert echt gut. Machen wir erstmal mit der Küche weiter, oder? Genau, okay. Hier geht's erstmal mit der Küche. Ich habe hier meinen Omnia-Backofen drin, den ich auch, also ich benutze den super gern für Umkuchen zu machen. Aufläufe, Lasagne und so weiter. Genau. Oder auch mal zum Brötchen aufpacken mit dem Gitter. Das ist auch schon mein zweiter. Der erste ist in den Besitz von meinem Bruder irgendwie übergegangen und ich habe mir eben einen neuen gekauft, um den auch emaillieren zu lassen. Weil ich ungern aus Aluminium esse, genauso ungern aus Silikon. Daher auch einen schönen Türkis. Also es gab eine Firma in Deutschland, die das gemacht hat. Kühn hießen die, glaube ich. Die machen es allerdings nicht mehr, weil es eben dadurch, dass das Aluminium so weich ist, immer Probleme gab, dass
das beim Emaillieren irgendwie die Schicht schon aufgerissen ist oder jetzt auch bei mir, also man sieht es auch ein bisschen, es ist nicht mehr durchgängig so schön glänzend, wie jetzt zum Beispiel auch hier am Rand, wie es eigentlich sein sollte. Das kann eben passieren und dann haben die halt Reklamierungen von Kunden und ja, im Endeffekt gab es da wohl zu viele Probleme, als dass sich gelohnt hätte. Auf jeden Fall bin ich froh, dass ich noch einen von den Emaillierten bekommen habe und nutze den auch super gern. Das Brettchen, das habe ich hier installiert. Ich war mal auf einer Messe, ich glaube die CMT war das, und da habe ich bei manchen Wohnmobilen gesehen, dass sie hier sowas haben. Und da dachte ich mir, das ist cool, das will ich auch, das baue ich nach. Ja, also bin ich in den Baumarkt gegangen, habe mir das ganze Zeug, das ganze Material gekauft und habe mich da mal dran gemacht. Und jetzt habe ich das hier. Und warum, also wie nutze ich das? Im Moment ist es, ja, wird es als Ablage genutzt. Und wenn ich dann mal Zeit und Muße habe und genug Internet, dann kann ich hier auch mal meinen Laptop hinstellen und einfach mal gemütlich einen Film schauen. Ja. Okay, also hier ist mein Kleiderschrank. Ja, ziemlich voll. Gerade auch nicht so aufgeräumt. Es ist allerdings noch nicht alles. Ich habe hinten noch eine Kiste mit Pullis und langen Hosen, ein bisschen wärmeren Klamotten. Ja, aber das ist das so, was ich einfach aktuell benutze. Ja, und hier ist mein Badezimmer. Oder eher Duschzimmer. Ich dusche tatsächlich auch sehr gerne einfach in meinem Wohnmobil. Weil es mir einfach oft passiert, wenn ich woanders dusche, muss ich meine Sachen packen. Und entweder ich vergesse das Duschgel oder ich vergesse mein Handtuch oder irgendwas anderes. Und hier habe ich einfach alles. Ja, also es funktioniert auch echt gut. Ich muss halt eine gewisse Zeit vorher den Boiler anmachen, damit ich warmes Wasser habe, wenn ich warm duschen möchte. Und ja, doch. Geht gut. Ist ein bisschen kleiner als vorher in meinem Alkofen-Mobil, aber ich komme ganz gut damit klar, ja. Ich habe auf Lehramt studiert, aber bei mir war es nie so wie bei vielen meiner Kommilitonen, dass ich gesagt hätte, oh, Beamtentum ist für mich das Nonplusultra, da will ich hin und das ist mein Ding. Ich habe es gemacht, weil ich einfach erstmal Fächer studieren wollte, die mir Spaß machen. Und ja, bin dann den Weg gegangen, habe allerdings im Referendariat schon gemerkt, ja, also entweder passe ich nicht zur Schule oder die Schule nicht zu mir, aber dann gibt es natürlich immer noch den Verstand, der sagt, ach ja, vielleicht liegt der nur an der Schule oder probiere doch mal was anderes aus und so weiter. Habe ich dann auch gemacht und genau, ich war ja dann 1,5 Jahre in der Türkei an der deutschen Schule, wo es mir wirklich mega, mega gut gefallen hat. Also es war eine recht kleine Schule und sehr familiär und die Schüler waren super nett und ja, und zu der Zeit ist dann schon eine Freundin in Baden-Württemberg ins Beamtentum eingestiegen. Also ich habe ja in Bayern die Ausbildung gemacht und da ist es immer noch relativ schwierig, jetzt für die Realschule zumindest, einen unbefristeten Job zu bekommen, also die Planstelle mit Verbeamtung auf Lebenszeit. Genau, und dann hat sie das gemacht und ich habe mir gedacht, okay, probierst du es auch mal aus, ne? Also gehst wirklich mal die ganze Karriereleiter bis zum Ende durch und guckst mal, wie es ist, weil ich habe schon auch große Träume und große Pläne noch für mein Leben und das Gehalt im Beamtentum ist natürlich schon auch verlockend, muss man dazu sagen, ja. Genau, und dann bin ich eben aus der Türkei wieder nach Deutschland und habe da auch meine Beamtenstelle bekommen, auch nicht weit weg von der Heimat, was mich auch voll gefreut hat, also von der Homebase, weil, ne, das sind natürlich immer noch Familie und an der Homebase ist die große Werkstatt, wo ich alles mögliche an Werkzeug habe, um Ölwechsel zu machen und so weiter. Ja, und dann war ich da und die Schule war in so mancher Hinsicht genau das Gegenteil von der Schule in der Türkei. Und ich habe recht schnell festgestellt, das ist es nicht. Also, ich habe ja vorher tatsächlich auch schon damit gehadert und ja, dann war ich auch, habe ich mir zu meinem 30. Geburtstag ein Retreat-Wochenende geschenkt. Und nach diesem Wochenende war klar, ich mache den Beamtenjob nicht nur 5 Jahre, auch nicht nur 3 Jahre, sondern ich gehe nach dem Schuljahr schon raus. Ja, genau, also dadurch, dass hier ein bisschen kleiner ist, muss man auch ein bisschen was umbauen, bevor man sich duscht. Zum einen das Klo wegschieben, es gibt noch mal ein paar Zentimeterchen Platz da unten. Dann haben sie das hier so cool konstruiert, dass man auch das Waschbecken beiseite schieben kann und dann hat man hier eben tatsächlich, ja, genug Platz.
und den Duschvorhang. Der wird dann, also früher wurde der mit, es war ein anderer Duschvorhang hier drin mit so Druckknöpfen und jedes Mal, wenn ich den Knopf hingemacht habe und wieder wegmachen wollte, ist eigentlich der Knopf dran geblieben und ich hatte den Stoff in der Hand nach dem Motto. Deswegen habe ich das hier geändert. Ich habe so Magnete mir hier befestigt und hier rein einfach so Metallstückchen. Und das funktioniert viel besser. Also es ist schneller befestigt, es ist schneller wieder zurückgebaut quasi. Genau, so. Dann kommt es hier einmal rundherum. Und dann eben hier noch. Und dann kann man hier ganz gut duschen. Ja. Ich habe meinen imaginären Wachhund dabei. Ja, also ich bin allein als Frau unterwegs, ich lebe im Wohnmobil und ja, man kann sich natürlich nicht vor allem schützen, aber so ein paar bestimmte Dinge hat man dann halt doch. Und ich habe den Aufkleber bei jemandem gesehen, der hat erzählt, ja, er wurde an der Grenze gefragt, ob da wirklich ein Hund drin ist. Also er hatte tatsächlich einen. Er hat dann gemeint, ja, dann wollen sie die Tür auf einmal doch nicht mehr aufmachen. Und ja, das ist halt ein Ding. Ich fand's an sich eigentlich auch ganz schön und habe mir gedacht, gut, schaden kann es nicht. Gefährliche Situationen als Frau gab es nicht direkt. Nee, also nicht tatsächlich gefährlich. Es war einmal die Situation, da war ich ein bisschen stadtnah gestanden. Da haben sich ein paar Jugendliche einen Scherz gemacht und haben mal von draußen ordentlich hingeklopft. Da bin ich natürlich voll erschrocken, aber das war natürlich jetzt nicht wirklich brenzlig. Und ansonsten ist man auf so manche Situationen ja auch schon irgendwie wie vorbereitet, sage ich mal. Also man liest viel von wegen, ja, es kann sein, dass nachts mal die Polizei klopft und sowas. Ist natürlich auch schon passiert. Da hatte ich einmal eine Freundin dabei, die war das dann so richtig, also ein krasses Erlebnis. Und ich, für mich war es eher so, okay, ja gut, das ist jetzt nicht das erste Mal passiert. Die klopfen halt mal, fragen nach den Ausweisen und wie viele Leute an Bord sind und fertig. Aber tatsächlich, muss ich sagen, hatte ich bis jetzt echt Glück, dass noch nicht irgendwas Schlimmes passiert ist, tatsächlich. Und hier... Ja, hier unten drunter habe ich noch ein bisschen Stauraum. Einmal meine Winterklamotten. Zwei Campingstühle. Ja, was auch noch super cool ist, mir während der Zeit, als ich noch einen ortsfesten Job hatte, total zugute gekommen ist, sind diese Ösen hier. Ja, die sind super fest, deswegen bekomme ich es auch gerade nicht hoch. Aber die ziehen sich eben hier links und rechts bis vor, also so lang wie das Bett ist. Und dadurch, dass ich das Bett hochklappen kann, konnte ich hier tatsächlich meinen Roller reinfahren und auch transportieren. Also ordentlich festgezurrt. Und dann konnte ich eben auch mein Wohnmobil an einem Stellplatz lassen und dann eben immer mit dem Roller in die Schule fahren. Ja, ein kleines Raumwunder manchmal. Ich gebe Sprachkurse, Nachhilfe online, also teilweise online, teilweise noch offline, aber langfristig soll es eben dahin gehen, dass ich nur noch online arbeite, weil ich eben gern ortsunabhängig unterwegs bin. Und ja, also es klappt bis jetzt ganz gut. Relativ gut. Man hat natürlich, also jetzt gerade auch am Beginn der Selbstständigkeit, mal so gewisse Herausforderungen. Man arbeitet an dem Projekt, dann muss man aber da eigentlich auch noch was machen. Und also mein Thema ist immer noch so der Fokus, wirklich zu schauen, okay, wo stecke ich jetzt meine ganze Energie rein und trotzdem das andere nebenher nicht zu vergessen, was halt auch wichtig ist, Termine zu koordinieren und sowas. Also ich finde es ganz wichtig, einfach aufs Bauchgefühl oder aufs Herz zu hören oder wie auch immer man es nennen möchte. Weil einem das einfach den richtigen Weg zeigt. Und bei mir ist es gerade auch so, ich schwimme jetzt nicht in Geld, aber ich habe so viel mehr Lebensqualität dadurch, dass ich jetzt sage, okay, ich bin selbstständig, ich mache mein eigenes Ding, ich kümmere mich selber um meine Sachen. Und das ist einfach unbezahlbar und nicht aufzuwiegen mit Geld. Insofern, also wenn man da irgendwie so den Drangspur spürt, irgendwas machen zu wollen oder in irgendeine bestimmte Richtung zu gehen, sollte man sich nicht vom Verstand reinquatschen lassen, sondern tatsächlich mal probieren, okay, wie fühlt es sich an und ist es vielleicht doch was für mich. Und oft ist es dann so, dass sich dann auch Türen öffnen, die hat man sich nicht vorstellen können. Es passieren Zufälle, ich glaube nicht mehr an Zufälle, aber es passieren eben Dinge, durch die einen das Leben zeigt, pass auf, du bist auf dem richtigen Weg, mach weiter so. Und das ist einfach total schön. Und wenn man sich da mal langsam auf den Weg begibt, dann glaube ich, führt das automatisch einfach zu mehr Zufriedenheit im Leben. Baby, I wanna know.